Miss Lisa Peters. Ich war das letzte Wochenende in Seattle, in Washington State, USA. Und für diesen Trip habe ich mir dann den Seattle City Pass geholt. Hier, so sieht er aus. Und in diesem Video möchte ich jetzt gerne einmal meine Meinung dazu sagen und erzählen, ob sich das denn lohnt oder auch nicht. Gleich vorne ran weggenommen, ich fand es sehr, sehr schön dort und es war auch sehr gut, dass ich mir den Pass gekauft hatte. Dieses kleine Büchlein kann man als Erwachsener für $64 erhalten und für Kinder ist es dementsprechend billiger. Und man hat damit Eintritt zu den 5 berühmtesten, schönsten Touristenattraktionen Seattles. Und zwar natürlich ganz vorne weg der Space Needle, da in dem Aquarium und einer Hafentour. Und dann kann man zwischen 2 Attraktionen jeweils wählen. Und zwar ist das einmal dem Zoo, Woodland Zoo, oder dem EMP, das ist so ein Musikmuseum über Musikgeschichte und all sowas. Und dann auch noch zwischen dem Pacific Science Center oder dem Museum of Light. Und ich habe mich für das EMP und das Pacific Science Center entschieden, ganz einfach, weil das auch relativ nah im Stadtzentrum ist und ich nur 2 Tage Zeit hatte und deswegen alles schnell erreichen musste. Der Zoo und das Museum of Light liegen ein wenig außerhalb, aber es ist auch noch super gut zu erreichen. Seattle ist ja auch ein wenig dafür bekannt, dass es schon ein wenig öfters mal dort regnet. Und deswegen war es auch eine sehr gute Möglichkeit, dann in die Museen zu gehen, anstatt sich nass regnen zu lassen. Und ich fange jetzt einfach mal mit der Space Needle an. Da hat man sogar 2 Besuche, einmal am Tag und einmal in der Nacht, was richtig, richtig toll ist. In der Nacht sieht es natürlich noch alles viel schöner aus mit den ganzen verschiedenen Lichtern von den anderen Hochhäusern. Und ja, man muss auch gar nichts wirklich machen. Sobald man dieses Heft hat, geht man einfach durch bis zum Fahrstuhl und da wird dann eine Seite rausgerissen aus dem Buch. Deswegen ist die bei mir natürlich auch schon nicht mehr drin und man fährt dann mit einem Fahrstuhl nach oben und kann dann da auch nach draußen gehen und es ist super windig, aber sehr, sehr schön. Hier sind ein paar Bilder davon. Sehenswert, für mich persönlich nicht so sehenswert, da ich generell Aquarium nicht besonders spannend finde, aber man hat richtig viele schöne Sachen gesehen. Es gab zum Beispiel, die Highlights zum Beispiel waren so ein Oktopus oder auch Seeotter. Ja, und es gibt auch einen Bereich, wo man die Dinge anfassen kann, was auch richtig, richtig toll war. Also konnte man den Seesterne streicheln. Das hat echt Spaß gemacht und ich glaube, für Kinder ist das sehr, sehr gut da. Hier ein paar Bilder wieder. Dann ging es auch los zur Hafentour. Und zwar ist diese Hafentour auch fast direkt dort, wo das Aquarium ist. Also empfiehlt es sich, das nacheinander zu machen. Und auf dieser Tour lernt man echt noch ziemlich viel über die Stadt. Es war eine super nette Atmosphäre. Die Leiterin dort hat richtig viele schöne Sachen erzählt und auch nicht alles sehr ernst. Es war teilweise waren ein paar Witze dabei. Es hat das dann alles. Die Stimmung war sehr locker und man hat einen super Ausblick auf die Skyline. Und ja, das ist echt richtig lohnenswert. Danach habe ich mich, wie gesagt, für das EMP entschieden, das Experience Music. Ja, und das ist auch richtig, richtig empfehlenswert, wer auf Musik steht oder auch gerne mal Instrumente spielen will. Da gab es einen Raum, wo ganz viele verschiedene Instrumente waren, die man dann selbst bedienen konnte, mit natürlich unter Anleitung,
Es war dann alles schön, dass man dann wirklich selbst spielen konnte. Das war natürlich super schön. Dann gab es auch viele Ausstellungen. Es war alles sehr, sehr anschaulich gemacht und definitiv einen Besuch wert. Und das war auch wunderbar dort. Man hat sogar da noch die Wahl zwischen einem IMAX-Movie oder einer Lasershow war es bei mir. Ich glaube, das wechselt auch immer, dieses Programm. Und ja, denn die Ausstellungen dort sind alle relativ klein gehalten. Das sind einzelne kleine Räume zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Für mich Highlight war auf jeden Fall der Schmetterlingsgarten. Es war sehr, sehr schön dort. Man fühlte sich gleich wie im tropischen Regenwald, weil es natürlich auch sehr warm war und Klimaschutztüren gab es. Und ja, es war sehr, sehr schön. Ja, und dann bietet dieses Buch auch noch ein paar Coupons, dass man ein paar Verbilligungen bekommt, zum Beispiel wenn man noch in die Chiuli Gardens will, die sind dann der Space Needle, oder auch wenn man gerne bei Macy's shoppt, kriegt man einen kleinen Discount und all solche Sachen. Das ist echt super schön und insgesamt spart man, ich meine, 25% im Vergleich zu den regulären Eintrittspreisen, und wenn man mindestens 3 von diesen Sachen sehen möchte, lohnt sich das schon. Und wie gesagt, für mich war es perfekt, weil das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat und man dann schön die Zeit im Museum verbringen konnte und man noch schön etwas gelernt hat. Das war richtig, richtig klasse. Also insgesamt kann ich diesen Citypass nur weiterempfehlen. Er ist übrigens für 9 Tage gültig, also auch für die Leute, die etwas länger da sind, alles kein Problem. Okay, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.